Hey ho Leute, was geht ab? Microspawn wieder mal da mit Let's Play The Legend of Zelda, dem Minish Cap. Ich muss gerade mal überlegen, wo wir hin wollen und was wir überhaupt machen wollen, weil ich habe schon etwas länger nicht mehr aufgenommen und deswegen bin ich halt jetzt mega uninformiert. Wir müssen zum Wald. Genau, wir müssen zur Hexe. Genau, wir brauchen die Pegasus-Stiefeln. Genau, da war sowas. I remember me und so. Genau. Ich habe mich auch ein bisschen informiert gehabt, letztens noch, wo ich hin muss. Und zwar müssen wir zurück zur London Farm. Und ich glaube, die war da oben irgendwo. Hier so die Richtung irgendwie. Da an dem vorbei und so. War die nicht hier? Die war hier, London Farm. Genau, da will ich hin. Weil da konnten wir jetzt durch. Genau, weil wir dem netten Typi den Schlüssel gegeben haben. Und ich habe da was übersehen. Und zwar, lass mal ganz kurz checken. Ja, genau. Wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Moment, wie kommt man da hoch? Ich glaube, wir müssen in die Höhle da hinten. So, hier hoch. Katsching. Ja, genau, hier sind wir richtig. Und hier geht's jetzt rein. Genau, das habe ich verpeilt gehabt irgendwie im letzten Part. Aber egal. Und von hier können wir jetzt auch weiter. Und das löst all unsere Probleme auf ganz magische Weise. Weil jetzt können wir hier auch über das Wasser drüber fliegen, wo wir zuvor nicht drüber konnten. Tada! Ist es nicht wunderschön? So, und schon sind wir weiter. Noch ein bisschen Rasen schneiden hier. Und da sind wir wieder beim Hylia-See. Jetzt auf der anderen Seite, da wo wir hin müssen und auch weiterkommen. Das ist nämlich wirklich schön hier. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Wo will ich denn eigentlich hin? Gibt's hier irgendein... Ach, guck mal, eine Abkürzung. Eine Abkürzung ist ein Traum. Ist ein Traum. So, und mit der Abkürzung kommen wir jetzt auch darüber. Ja, doch. Aber wir müssen da jetzt hoch. Hier. Oder? Das war blöd. Okay. Nicht? Moment. Doch, bin mir ziemlich sicher, dass wir da hin müssen. Vielleicht habe ich mich einfach bloß zu blöd drangestellt. Moment, wir versuchen das Ganze einfach jetzt nochmal. In weniger blöd. So, darüber. Rüber. So, ein bisschen schief. So. Und? Ja, geht doch. Auf ganz magische Weise. So, und da können wir jetzt auch rein. Weil da war der Grone, ja. Der Grone hat ja hier das freigemacht. Und hi, du. Oh, sie will einfach nicht kaputt gehen. Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen. Du willst Fragmente verteilen? Ja, Fragmente verteilen. Da-dam. Die beiden Fragmente passen perfekt. Okay, da ist schon mal alles schön hier. Was passiert denn hier jetzt? Okay. Oh, hallo, du Corone. Das verwirrt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich will viele Fragmente verkaufen. Oh, der verkauft... Verkauft, oh Gott, Sprache, ne? Der verkauft also Fragmente. Das ist interessant. Perfekt, jetzt passiert was Gutes. So, hier kommen wir anscheinend noch nicht weiter. Da müssen wir wohl noch ein anderes Item finden, mit dem wir graben können. Oh ja, Spoiler. So, Abkürzung. Läuft. Sehr schön. So, jetzt können wir auch weiter da, wo wir hin müssen. Und zwar am Hylia-See. Oder im Tyloria-Wald. Moment, hier sind wir richtig, oder? Hier sind wir richtig. Okay. Alles ist safe. Hier sind wir richtig. Das heißt, wir kloppen erst dir aufs Maul. Und da war auch irgendwas. So, ist hier sonst noch irgendwas oder ist hier ansonsten bloß so nichts? Oh, die Truhe. Ein Fragment! Okay, man bekommt ein Fragment, wenn man ein Fragment irgendwie... Na, egal. Herzteil! Noch eins, ne? Yeah, noch ein Herzteil und dann haben wir wieder einen Herzcontainer voll. Es ist auf jeden Fall schön, wenn alles wieder funktioniert. Dieses typische Zelda-Prinzip gibt alle seinen Sinn irgendwann. Und was steht denn hier? Laden der Hexe, Sirup! Bürgermeister Hagars Haus am See. Da kommen wir noch nicht rein. Nö. Gut, aber wir können ja zu der Hexe. Und zu der müssen wir ja auch. Weil wir haben ja noch
Moment, wir haben nichts. Moment. Wir kriegen was von ihr. Die Musik ist so gut. Ich liebe die Musik. Willkommen! Na, Appetit auf Großmütterschen blaues Elixier? Kaum getrunken, schon bist du fit. Nur zu, probier mal. Nö, ich will den Pilz. Gib mir den Pilz. Ah, mein Kind, eine gute Wahl. Diesen Artikel gibt es nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf. Wachst du auf der Stelle auf. Einmal reicht und du bist hellwach. Ein Wegpilz für 60 Rubies. Weil ich muss ja auch hier Sachen kaufen, ne? Ja, okay, dann gib halt. Wegpilz erhalten. Bei dem Gestank wird man hellwach. Ah, ein guter Einkauf. Großmütterchens blaues Elixier ist auch zu empfehlen. Nö, lass mal gut sein. Ich hab eine Fee. Die ist irgendwie noch viel cooler wie dein Scheiß. Gut, jetzt haben wir das, was wir brauchen, um uns die Pegasus Boots zu holen. Und das ist geil, das ist so richtig geil. Ich glaub, jetzt muss ich irgendwie zurück. Doch, das war der falsche Weg. So, wir müssen nämlich da lang, weil da oben können wir ja nicht lang, weil wir können ja gar nicht schwimmen und so. Und nicht schwimmen können ist irgendwie schon eine traurige Sache, habe ich mal so mitgekriegt auf jeden Fall. Aber ich kann auch nicht schwimmen, also scheiß drauf. Lalamba, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Zurück in die City, genau. So, wir checken jetzt am Anfang als allererstes mal ab. Und was bist denn du? Du bist doch die von der London Farm. Ja, lass mal vereinen. Ich hab sogar welche. Guck mal da. Yay. Sehr schön. Very nice. Ah, da war ich doch gerade, oder? Das ist doch da, wo ich gerade war, ne? Oh, ein goldener Gegner. Genau da, wo ich gerade war. Moment, das checken wir mal ab. Ich meine, wir haben ja Zeit und es ist ja auch gleich um die Ecke hier. Deswegen können wir das auch noch schnell abchecken. Wir haben doch Zeit, verdammt. Wir können das abchecken. Ist doch echt nicht schlimm, nochmal zurückzulaufen, das machen. So. Das sollte dann hier irgendwo sein, ne? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich gehe mal da runter. Ich glaube, da sind wir richtig. Ja, da ist er doch. Wow, der ist stark. Aua, der ist wirklich stark. Stirb! Nein, nicht ich. Du sollst sterb jetzt. Gewirbelattacke! Yeah! Oh, fuck. Yeah, was ist zur Hölle? Yeah, das waren 100, ne? Fucking gut! Oh yeah, oh yeah. Da muss ich hin. Gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Und jetzt geht's zurück nach Hyrule. Nach Hyrule. Wer kennt Hyrule nicht, ne? Das Hyrule, du. Das Hyrule-Stadt. So, jetzt checken wir aber auch erst Dingens mal ab. Den, der die Fragmente verkauft hier. So, was kostest denn du? Ein Glücksfragment. Welche Form es hat, ist rein Zufall. Ein Fragment kostet 100. Wow. Ist aber egal, welches oder wie. 200. Aber lass mal gut sein. Ah, ich merke schon. Okay, dann nehme ich von dem. Nehme ich von dem mit. Ja, und von dem nehme ich auch eins mit. Weil man kann eigentlich nie genug Glücksfragmente bei sich haben. Das ist eigentlich an sich super toll, wenn man das hat. Und jetzt decken wir mal den guten Kerl auf. Und zwar mit dem hier. Kann man den ausrüsten? Nö. Dann halt anschwätzen. Yay! Nö, da ist er wach. Was geht ab? Oha! Dieser Geruch, der durch und durch geht, der Duft des Wegpilzes. Hast du mich geweckt? Dankeschön. Ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Was geht denn ab? Nanu, was ist das denn? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Du bist hier, weil du unbedingt Schuhe von mir haben willst, oder? Ich schenke dir diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind gleich fertig. Oh yeah, nochmal draufgeschlagen und poliert. So, das wär's dann gewesen. Bitteschön. Was? Schlumms exklusive Pegasus Boots. So leicht, dass man rennt wie der Wind. Oh yeah, Pegasus Stiefel erhalten. Halte den Knopf gedrückt, um zu rennen wie im Winde.
Ah, ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast. Ja, aber für Zelda, das glaubt, da brauchst du jetzt erstmal keine Schuhe zu machen. Die kann jetzt so in näherer Zukunft keine Schuhe brauchen. So. Wie war denn das jetzt? Was für einen Knopf muss man drücken zum Rennen? Wie war denn das jetzt nochmal? Moment. Ach so, das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Hä? Wie blöd ist denn das jetzt eigentlich? Okay, das ist irgendwie ein bisschen blöde. Aber ich glaube, man kann jetzt mit dem netten Schuh eine neue Fähigkeit erlernen beim Dojo King. Wo ist denn der Dojo-Chef? Der ist da unten irgendwo, ne? Ich glaube, ich bin voll vorbeigerannt. Ich glaube, ich bin da voll die falsche Richtung jetzt. Yeah! 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 So gut. So, da unten ist er doch schon. So, dir will ich. Jetzt können wir schneller rennen. Das ist eigentlich schon sau cool irgendwie. Und bei dem können wir jetzt, glaube ich, eine neue Attacke lernen. Na gut, diese Stiefeln! Und du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Auf Jelzen. So sei es, ich werde dich die Technik des Ausfalls lehren. Ziehe die Pegasus-Stiefel an und rüste dich mit dem Schwert aus. Lauf los, halte den Knopf für die Pegasus-Stiefel gedrückt. Es ist vollbracht. Hast du das gecheckt? Ja, ja, hab ich. Sehr gut, du bist ein aufgewecktes Kind. Es ist egal, auf welche Knöpfe du das Schwert und die Pegasus-Stiefel legst. Doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper mal wieder zur Marionette, weil ich es geil finde. Also, jetzt kommt hier die Marionetten-Supertechnik. Yay! Bom. Yay. So, und jetzt du. Okay. Yay. Das war jetzt voll anspruchsvoll. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der supergeilen Geilheit. Falls du eine Schwerttechnik vergessen hast, bist du blöd. So. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Jetzt können wir auch mit Schwert in der Hand rennen. Weil sowas muss man erst lernen. Sowas kann man nicht einfach mal so. Quatsch. So, jetzt muss ich mal überlegen. Weil mit dieser Rennattacke können wir jetzt diese Bäume umrennen, die so geglitzert haben. Und ich glaube, das müssen wir auch machen, um weiterzukommen. Wenn mich nicht alles irgendwie täuscht. Und wir müssen ja in den Sumpf. Genau, jetzt erinnere ich mich auch erst wieder. Wir müssen ja in den Sumpf. Und beim Sumpf da unten drinnen, da, ne, wisst ihr Bescheid, da ist, ne, da müssen wir hin. Ich bin so gut. Und da wollen wir jetzt auch mal hingehen. So, zack, zack. Ah, auf jeden Fall ist es so schön, dass er jetzt so schnell rennt. Dann geht alles ein bisschen fixer hier und, oh, wie komme ich denn da? Komme ich da durch? Also mal durch. Wie komme ich denn da rein? Komme ich da, Alter, komme ich da durch? Da hinten ist eine Truhe, ich will da hin. Moment. Wir checken jetzt mal ab, wie ich zu der Truhe komme. Geh mal tot, geh mal sterben, so. Ja, wie soll ich denn da. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Das verstehe ich nicht. Aber hier ist der Sumpf. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Yay. Und jetzt kann ich da über den Sumpf drüber rennen. Oh, ist das geil! Ist das geil oder ist das geil, hä? Yay. Oh Gott. Und hier gibt's mega die Schlangen. Die Snakes. Da kann ich hoch. Wo bin ich denn hier gelandet, sag mal? Das sieht hier alles nicht so einladend aus irgendwie. Einfach mal weiterrennen. Okay, da können wir noch nicht lang. Da können wir aber drunter durch. Bleibt doch mal stehen, ich will euch auch mal töten. Oh, ein Fragment. Und eine Höhle. Zack, zack. Wir können jetzt die Krüge zerschlagen. Das ist so schön. Das macht so Spaß. Und da war ein Herz. Aber wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht irgendwie alles so Dungeon-mäßig aus gerade hier. So, tschüss. Na, ich will eigentlich Rubies weniger. Ich will eigentlich Herze. Herze sind schön. Oh, guck mal da. Hä? Was? Wow. Oh, ein Wächter, der den Schatz beschützt. Sei vorsichtig. Ja, natürlich. Kann ich dich vielleicht mit einer Wirbelattacke umficken? Ja, so halbwegs. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Da ficken wir ihn voll um. Weil wir sind voll krass unterwegs. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir
krass kämpfen und so. Tschüssi!